So spürst du, dass du spirituellen Tod und Wiedergeburt erlebst. Es ist nur Wandel, keine Krise. Spirituelles Erwachen ist wie das Bewusstwerden nach einem langen Schlaf. Allerdings haben wir unser Leben nicht verschlafen, sondern es nur aus dem falschen Blickwinkel betrachtet. Wir hatten andere Prioritäten im Auge, die uns damals nicht als verkehrt erschienen sind. Die jungen Jahre eines Lebens zeichnen sich häufig dadurch aus, dass man sich ausprobieren und finden muss. All das klingt nach dem Durchlaufen von unsicheren Phasen und Lebenskrisen, meint im weiteren Sinne aber nur spirituelles Erwachen und Bewusstseinsbildung. Wir ordnen unser Leben neu und definieren uns damit selbst gleich mit. Ein Spaziergang ist diese Transformation nur selten. Erst müssen wir ein paar unangenehme Wahrheiten erkennen, bevor es besser werden kann. Wir zeigen dir in unserem heutigen Podcast einige Anzeichen dafür, dass du gerade so ein spirituelles Erlebnis von Ende und Anfang, Tod und Wiedergeburt durchlebst. Nummer 1. Schlaflosigkeit. Sie ist eines der typischsten Symptome, wenn Änderungen in unserem Leben quasi vor der Tür stehen. Es braucht schon innere Ruhe und Ausgeglichenheit, um nach einem langen und ereignisreichen Tag in den wohlverdienten Schlummer zu versinken. Ist uns diese Phase der Regeneration nicht vergönnt, hat das Leben gute Gründe dafür, uns wach zu halten. Nummer 2. Selbstzweifel quälen dich. Vor der Veränderung kommt notgedrungen die Erkenntnis. Wir beginnen plötzlich unser Leben und unsere bisherigen Ziele zu hinterfragen. Wann sind wir falsch abgebogen? Wie viel haben wir versäumt? Was davon können wir noch nachholen oder gerade biegen? Nummer 3. Du willst aus deiner Routine ausbrechen. Hamsterrad, goldener Käfig, Tretmühle oder die 40-Stunden-Woche. Unsere Routine hat viele Namen, die wenigsten davon sind schmeichelhaft. Viele Menschen denken beim Kritisieren dieses Zustandes eine typische Midlife-Crisis. Allein das ist es nicht. Wir möchten uns von unseren selbst auferlegten Fesseln befreien und Neuland entdecken. Vieles haben wir noch nicht probiert, das nun attraktiv erscheint. Nummer 4. Alles wird dir zu viel. Job, Familie, Kinder, Verantwortung, soziale Verpflichtungen und dein ewiger hausgemachter Druck, perfekt und unbesiegbar zu sein. Es ist nicht gerade wenig, was uns in der Lebensmitte so aus dem Spiegel entgegenblickt. Wer wir sind und was wir möchten, haben wir hingegen schon lange aus den Augen verloren. Am liebsten würden wir einfach alles hinschmeißen und das nächste Flugzeug Richtung nirgendwo besteigen. Nummer 5. Du fühlst dich nirgends mehr zugehörig. Wenn du bislang ganz genau deinen Platz im Leben kanntest und dich vielleicht durch deinen Beruf, deine Familie und deine gesellschaftlichen Verpflichtungen definieren konntest, so kommt dir diese Sicherheit nun abhanden. An ihre Stelle rückt das Gefühl, ständig zwischen allen Stühlen zu sitzen und wie das ungeliebte Kuckuckskind behandelt zu werden. Nichts passt mehr und auch du passt nirgends mehr dazu. Nummer 6. Deine ungesunden Bewältigungsstrategien helfen nicht mehr. Waren früher exzessives Shopping, Party ohne Ende oder ausgiebige Fastfood-Orgien die Mittel deiner Wahl, um Unzufriedenheit zu überbrücken und Frustration zu kaschieren, so funktionieren diese verlässlichen Kompensationshandlungen nun nicht mehr. Es ist eine ziemliche Ernüchterung, in jeder Hinsicht, zu erkennen, dass unsere mentalen Krücken keine Stütze mehr für uns sind. Nummer 7. Du fragst nach dem Sinn des Lebens und deiner Bestimmung. Diese Frage stellen wir uns erst dann, wenn es schon fast zu spät ist. Gott sei Dank ist jeder Tag vor unserem Todestag dafür geeignet, dieser berechtigten Sinnfrage nachzugehen. Wir sind nicht auf dieser Welt, um Reichtum anzuhäufen oder uns täglich für andere Menschen in einem Job zu zerfleischen, der uns innerhalb kürzester Zeit ersetzen würde, gäbe es uns nicht mehr. Was also ist der Sinn unseres Lebens? Nummer 8. Jeder zerrt und zieht an dir. Spirituelle Wiedergeburt zeichnet sich gelegentlich durch interessante Mechanismen in deinem unmittelbaren Umfeld aus.
Jene Menschen, die sich bislang als verlässlich und konstant erwiesen haben, sind plötzlich keine sozialen Selbstläufer mehr. Fast scheint es, als ob jeder seine Erwartungshaltung auf dich projizieren würde und dir seinen ganzen Ballast aufhalsen möchte. Das Gefühl gleicht einer Zerreißprobe oder dem langsamen Ertrinken in einem Meer von fremden Ansprüchen. Nummer 9. Du bist körperlich, emotional und psychisch erschöpft. Das Ende der Fahnenstange erreichst du auf ganzer Linie, wenn dich der Prozess des Erwachens aus einem komatösen Halbschlaf heimsucht. Es ist ganzheitlich anstrengend, sein Leben umzukrempeln und sich selbst von einer Vielzahl von Glaubenssätzen und Vorurteilen zu verabschieden. Du wirst viel Ruhe brauchen, die dir aber kaum jemand freiwillig gönnen wird. Nummer 10. Etwas fehlt dir. Viele Menschen spüren ihr Leben lang eine Art Phantomschmerz in ihrem Inneren, den sie sich nicht erklären können. Erst wenn eine Initialzündung des spirituellen Erwachens in ihnen ausgelöst wird, haben sie eine ungefähre Ahnung davon, was ihnen bislang gefehlt haben könnte. Sie gehen diesem vagen Verdacht nach und entdecken, vielleicht sogar erstmalig in ihrem Leben, dass es ein höheres Selbst gibt. Nummer 11. Du spürst, da geht noch was. Kann das wirklich alles sein? Mit dieser Frage beginnt oft ein Prozess, den Carl Gustav Jung als Phase der Individualisierung beschrieben hat. Tatsächlich starten wir mit dieser berechtigten Skepsis direkt durch zu uns selbst. Ein Mangel zeigt sich im Leben immer dann, wenn das Leugnen langsam, aber sicher zwecklos wird. Geh diesem Gefühl ruhig auf den Grund. Es bringt dich deiner Bestimmung näher. Nummer 12. Ein Gefühl von Hilflosigkeit überwältigt dich. Wir fühlen uns zwar wie ein Opfer der Umstände, wenn spiritueller Tod und Wiedergeburt uns endlich heimsuchen dürfen. Tatsache ist aber, wir können gar nicht viel anderes tun, als diesen emotionalen und mentalen Sturm einfach vorüberziehen zu lassen und abzuwarten, bis wir wieder klare Sicht auf die Dinge haben. Von Dauer ist dieser Unruhezustand ja Gott sei Dank nicht. Unser heutiges Fazit: Besserung und Land in Sicht. Jeder Wandel macht sich erst einmal als unbequemer Dauerlauf durch ein steiniges Tal bemerkbar. So wie jede Transformation ist auch jene der spirituellen Wiedergeburt ein Prozess, der Zeit und Energie in Anspruch nimmt. Wir wissen niemals, wann er abgeschlossen sein wird, selbst wenn wir offen und bereit für diese Weiterentwicklung sind. Spiritueller Tod meint nicht das Sterben von Ideen oder gar unserer irdischen Existenz. Er meint vielmehr das Aufgeben falscher Ideale und das Neubewerten der eigenen Prioritäten. Diese Zäsur ist maßgeblich dafür, dass Wiedergeburt stattfinden und ein neuer Lebensabschnitt beginnen kann. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.